Hochzeit auf dem Lande, in der Türkei. Ob christlich oder muslimanisch, einen Unterschied bei den 3 Tage dauernden Feierlichkeiten konnte uns niemand nennen. Getanzt wird vor dem Hause der Eltern des Bräutigams. Die Braut ist noch beim Friseur in der Stadt. Die jungen Brautleute treffen sich erst in einigen Stunden vor der Kirche. Aufs Beste versorgt. Nirgendwo auf unserer Reise haben wir eine bessere Messe, die vielfältigen Vorspeisen gegessen als hier. Getrunken wird natürlich Rake. Geschmückten Auto lässt der Bräutigam seine Braut zur Kirche fahren. Dort trifft er sie zum ersten Mal an diesem Tage. Warum die Braut so überaus ernst reinblickt, kann uns auch ihre beste Freundin nicht erklären, die seit langem in der Bundesrepublik arbeitet und fließend Deutsch spricht. يا من بارك الحاق ورقا وظهوم واجم واجم أنت بارك أيضا عبديك هزين واجم 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 Die Trauung wird nach dem Ritus der orientalisch unierten Kirche vollzogen. Die Kirche ist übervoll mit Freunden und Bekannten aus beiden Familien, zu denen auch eine Menge Musulmanen gehören. وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وفي الأوان وإلى دهر الدهر وروح القدس أمين.